Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, in der heutigen Folge gucken wir uns ein bisschen im Dschungel um. Was als einfacher Spaziergang anfängt und als kleines 10-minütiges Mini-Abenteuer eskaliert dann doch zu einer vollkommenen Folge. Wir haben Abstürze, Bugs, Blut und alles, was man so braucht, um einen den Tag zu versüßen und gleichzeitig zu verhageln. Ich kann euch nicht zu viel versprechen, aber auch nicht zu wenig. Bleibt doch bis zum Ende der Folge dran. Ich hoffe, es gefällt euch und genießen wir doch einfach mal diese kleine Abwechslung von unserem schlachtenden alten... Bis gleich. So, ich würde sagen, dann legen wir doch direkt mal los. Ich weiß nicht, aber diese Stimme ist für mich gerade irgendwie an Sesamstraße. Ich finde, der Dschungel ist ein verschwendetes Gebiet. Ganz ehrlich, hier könnte man so viel mehr rausholen. Man könnte allgemein aus dem Spiel deutlich mehr rausholen. Mit mehr Story-Missionen, besseren Büchern, mehr Vertonungen etc. Who cares? Ich muss mir echt dringend mein anderes Essen wieder einpacken. Stärkewaffenschaden plus bringt mir ja so viel mit einer Beweglichkeitswaffe. Hey, wir sind da. Oh, wir werden wieder begrüßt. Das ist doch schön. Habt ihr gesehen, wie wenig Schaden das gemacht hat? Das war mein starker Angriff. Kaum mache ich meinen schwachen Angriff. Ja, knallt. Ups. Ich sehe gerade, wir haben noch Dinge aus dem Guide drin. Ja gut, hätte man vorher nachgucken können. Gebe ich zu. Habe ich nicht gemacht. Ist mir jetzt auch egal. Oh ja, das böse Kaninchen. Genau, das solltest du unbedingt anvisieren. Manchmal begrüßen uns hier Named NPCs. Das ist ziemlich cool. Ich glaube, gerade ist keiner da. Das könnte einer sein. Also zumindest von der Position her. Es bietet so viele Möglichkeiten. Zum Beispiel neu anzufangen. Während einer Aufnahme, weil man rausfliegt, weil das Spiel crasht, weil ein Tier gerendert wurde. Halleluja. Oh, holy hell. Gut, das war jetzt etwas unerwartet, das gebe ich zu. Ja, und meine Helfer-Server sind übrigens, für jeden, der sich fragt, unter der Map. Also, ich habe sie schon gefunden. Ich habe sie auch auf Folgen geklickt, wie ihr seht. Aber es dauert halt immer einen Moment, bis das passiert. Und man muss halt erstmal aus der Reichweite rausrennen. Und ich finde das fantastisch. Wirklich. Ich sage nicht, dass es viele Spiele gibt, die bugfrei sind. Aber man sollte meinen, dass nach all den Jahren, wo dieses Spiel mittlerweile draußen ist. Ich meine, man sieht es an dieser richtig hochqualitativen Grafik. Von Unreal 1.0. Man sollte meinen, dass es in der Zeit also dazu kam, dass es besser gemacht wurde. Aber nein, hey! Nur weil die Community sich seit Jahren über die anhaltenden Bugs beschwert oder dass NPCs etc. unter der Map spawnen etc. 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 Warum sollte man sich deswegen darum kümmern? Well, that's Funcom. Wie gesagt, ich suche noch Leute, die mit Unreal Engine sich auskennen. Wenn du dich also mit Unreal Engine auskennst, vor allem, sagen wir mal, mit Procedural Generation, mit Texturen, also dem grafischen Bereich, oder auch mit dem programmierbaren Bereich, ich würde ganz gerne ein eigenes Spiel bauen. Das Ganze soll nicht umsonst sein, aber ganz, ganz, ganz am Anfang müssen wir uns da finanziell noch ein bisschen einigen. Haben wir hier irgendwas Cooles bei? Navigationskarte, das ist ein Schatz. Natürlich nehmen wir solche coolen Sachen mit. Wir brauchen auch ein bisschen was hier für unser Projekt, ne? Für die Taverne. Was haben wir hier so Schönes noch drin? Weiß nicht, ne? Das Banner finde ich irgendwie cool. Ach, wir müssen notfalls mal austauschen. Aber gut, machen wir gleichzeitig unser Deko-Projekt weiter. Ja, meine Taverne ist noch nicht fertig, weil ich Blödsinn gemacht habe. Ich habe dieses blöde Tavernen-Set verpasst, weil man... Ja, gut. Irgendwer hat es anscheinend in der Obrigkeit von Tencent voll cool. Ja, schon wieder ein Rant über Tencent und die Schlechtigkeit von Funcom. Sorry. Aber irgendwie hat es anscheinend total gut gefunden, dass man Bazaar-Items, statt sie immer available zu machen, weil man sowieso nur Money-Greeder ist. Okay, das klingt alles scheiße. Also man ist gierig wie scheiße. Nein, man hat nur ein paar Tage Zeit, sich diese blöden Dinger zu erwerben. War mir so nicht bewusst, weil ich keine Bazaar-Items kaufe. Ich wollte nur dieses blöde Tavernen-Set. Hat sich erledigt. Salekos Anweisung. Haben wir schon. Also, kennen wir schon. Sollen wir direkt darüber gehen? Können wir machen, oder? Ah, shit. Hätte ja ein Named NPC diesmal sein können. Das war das Einzige, weswegen ich gesagt hätte, guck mal, dieser Reset war gut. So haut sie einen meiner Leute. Nicht mich. Hey! Ich verstehe es nicht. Ihr haltet Steuerung gedrückt und sie wehrt nicht ab. Ah! Ist euch eigentlich bewusst, was passieren würde, wenn man einen Nordheimer und einen Dafari-Kämpfer kreuzt? Dann hätte man einen Nordfari. Ja. Ist das jetzt irgendeine wichtige, relevante Information für euch? Nö. Fand ich es trotzdem für unglaublich wichtig, euch das mitzuteilen? So sehr, dass ich nicht geskippt habe bis hierhin? Ja, doch.
Also schon. Guck mal. Allerdings, wo ist denn hier der nächste Obelisk? Weit weg. Aber ein Obelisk würde uns ja eh nichts bringen. Bräuchte einen Kartenraum. Boah, wir müssen echt mal hier irgendwie im Wasser oder hier auf der Insel was zum Teleportieren bringen. Naja, schade. Die Statue können wir nicht mitnehmen. Sei denn, wir machen nächste Folge mal aus Spaß so einen Gang, aber das ist bis hierhin. Nein, das ist schon etwas weit. Wobei hier ist ein Kartenraum. Wir müssten einmal so hierher spazieren. Dann können wir mal eine Folge quasi nur uns unterhalten und hoffen, dass wir angegriffen werden. Wow, klingt extrem spannend. Ja, wir werden keine Katzen abschlachten. Holy. Warst du gerade schon da? Habe ich dich einfach übersehen? Du musst wohl unglaublich wichtig in meinen Augen gewesen sein, dann. Übrigens, für alle, die das noch fragen möchten, diese Magierschädel braucht ihr nicht mehr. Ich nehme sie nur aus Spaß mit, weil ich sie lustig finde. Die Zauberspruchseiten sind weiterhin relevant. Die Magierschädel könnt ihr aktuell nicht eintauschen. Boah, guck mal, ausnahmsweise war das mal gut. Guck mal, ich sage euch das jedes Mal, wenn wir hier sind, aber hier könnt ihr noch was lernen. Hier, Buccaneer. So, sorry, da war's, das Buch. Oh, also wenn das nicht mal eine Kiste wie gemacht für mich ist. Farben nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, aus Gewichtsgründen lassen wir das mal weg. Los, hacken wir zu dritt auf ihn ein, damit es fair wird. Yes! Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber ich vermisse Zipda gerade. Also ich vermisse Zipda richtig. Es war immer so eine schöne Insel. Aber dann kriegen wir die ganzen blöden Seasons nicht mit. Weil die ja alle 3 Minuten neue Seasons raushauen. Und jetzt soll es auch noch in 4 Chapter unterteilt werden, als ob 3 Chapter mit A 2 Monaten nicht genug waren. Also heute regt er sich wirklich über alles auf dieser Creator-Typ, ne? Guck mal, da ist Gall aus der Sperrgrube. Ja, und jetzt ist er einfach schlicht tot. Mir fiel da jetzt kein witziger Übergang an. Ich habe es versucht im Kopf, aber es ist gescheitert. Also, er heißt jetzt einfach so. Sorry. Oh, Glück gehabt. Also in echt wärt ihr jetzt tot. Klare Sache. Der Boden war viel zu nah. Aber hey, zum Glück ist Conan in etwa so echt wie meine Lust darauf gerade. Haben die irgendwas am Schwimmen geändert? Das kommt mir so schnell vor. War die schon immer so schnell? Das einzig Schöne hier am Schwimmen ist die Tatsache, dass es abkühlt. Und das sieht echt schön aus. Also man muss zugeben, also das ist wirklich gut gelungen. Ich mag diese Wassereffekte hier. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass das Wasser einem allgemein in diesem Spiel so wenig Nutzen hat. Also so richtig Trinkprobleme habt ihr nicht, also mit Durst. Naja, ich weiß auch nicht, Essen habt ihr auch nicht so wirklich Probleme. Und selbst wenn Essen drin wäre, also wir bleiben jetzt mal beim Trinken, beziehungsweise beim Wasser. Ich finde, da könnte einfach mehr drin sein. Seeungeheuer oder sowas oder eine Krake, wenn ihr zu weit rausschwimmt, dann frisst die euch. Also ich finde, hier sind definitiv vertane Chancen, dass es immer noch kein Bo ist. Also ich habe damit gerechnet, dass hier oben was los ist. Ich habe damit aber nicht gerechnet, dass hier oben so viel los ist. Wer bist du denn? Bestienmeister Timos. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Okay, du hast Unterwasser-Atemmaske. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und Handschuhe von Sobek dabei. Irgendwas greift mich im Hintergrund gerade an. Ne? Ist mir vollkommen egal. Hier sind also Tierbändiger. Alrighty. Dann erwarte ich coole Dinge, die wir hier finden, weil ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das Gebiet überhaupt kenne. Aber wir nehmen lieber mal ein paar mehr mit. Ich meine, kann ja nicht schaden. Ne? Also lernen kann ich hier jetzt gerade in diesem Moment noch nichts. Aber es ist schön aufgebaut. Das muss man ja wirklich lassen. Schmiedeausschmückung. Oh, kannte ich doch schon. Ach, ist egal. Also, wenn ihr Schmiedeausschmückung wollt, hier könnt ihr es lernen. Okay, das war der schlimmste Fail seit langem. Aber es sah witzig aus. Wir bringen echt coole Sachen mit, also an Schätzen und sowas und an Gold und. Also, der nächste Raid, den wir definitiv machen werden, weil ich brauche immer noch eine Barkeeperin. Ja, das könnte echt cool werden. Also wir sind irgendwann auch bald mal auf Max, glaube ich. 6 haben wir gerade oder 5? Keine Ahnung. Also bis 10 geht's ja. Ich weiß nie, wer hiervon böse ist und wer nicht. Weil es gibt ja auch Händler. Da ist es ein Händler zum Beispiel. Oh, und der ist schön. Ob der so schön ist. Ich hoffe, sein Angebot ist schön. Koros der Tapfere. Was hattest du nochmal? Schuhschnabel? Okay. Spinneneiersäcke. Hey. Schön. Dinge, die ich wirklich, wirklich nicht brauche. Die Sache mit Zart, da müssen wir uns eh nochmal drum kümmern. Ja, das war gerade seltsam betont. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Oh, ich bin mir nicht sicher, was du bist. Stopp! Du bist ein Händler? Von der Händlerin. Sorry. Söldneralchemist und würziges Geflügel. Ich möchte einen Söldneralchemisten haben. Ist hier Gold? Nein, das fände ich jetzt irgendwie witzig. Oh, Salz. Ich mag Salz. Aloe-Suppe. Ich habe gehört, die ist gesund. Außerdem, wir leben doch vegan. Schon vergessen?
So. Habe ich jetzt wirklich so einen Söldner-Alchemisten? Ich habe einen Alchemisten 3 bekommen. Was machen diese Handschuhe eigentlich? Gesundheit für noch irgendwas? Das Tragen dieser Rüstung ist allein dem Aussehen. Ja. Bla, bla, bla. Aus diesem Grund Rüstung deutlich schwerer als normale Mittel, bietet aber dafür einen noch besseren Schutz. Rüstung gewährt keine Boni hinsichtlich des Schutzes vor Kälte oder Hitze. Fantastisch. Okay, was hat das? 58 und ich hätte 28. Dafür habe ich Jills Ausdauer. Yeah. Hing hier irgendwo Bücher rum? Wenn ja, wenn ich was verpasse, müsst ihr das sofort in die Kommentare schreiben, ne? Kann ich euch Partner töten? Also im Käfig kann ich sie nicht erwischen. Aber, sobald sie einen Fuß aus der Grafik strecken, ja, erwische ich sie. Okay. Also das lief hier komplett anders als ursprünglich geplant. Gut, ich meine, wer plant auch einen Absturz mit einem? Wobei, das sollte man eigentlich machen in diesem Spiel. Jetzt ist aber auch nach diesem Absturz, ist hier was im Argen. Also es ist ganz schön ruckelig geworden. Also schön, das haben wir gemacht, das da hinten haben wir gemacht, hier haben wir alles gemacht. Ja, dann machen wir beim nächsten Mal das. Ich möchte nämlich alle Erfahrungen mitnehmen und hier sind einige. Also die sind coole Dinge, die man lernen kann, wenn ich sie finde. Na komm. Ich dachte gerade, hey, da läuft doch was auf mich zu. Prügeln wir zu dritt auf hinein. Yay! Im Prinzip, das immer klappt. Banner der schwarzen Hand. Finde ich gut. 99%. Das ist viel. Kannst du bitte den Mann hier tragen? Das wäre voll lieb von dir. Guck mal, du kriegst auch das. Und jetzt trag mal bitte diesen Menschen in deinem Inventar. Dankeschön. Hoffentlich verstößt es nicht gegen die neuen EU-Regeln bezüglich Menschenhandel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Valador Heris, euer Wolf.